In der Helmut-Körnig-Halle bestritten die Handballdamen von Borussia Dortmund ihr Heimspiel in der dritten Qualifikationsrunde zum Einzug in der Gruppenphase der EHF European League gegen die Mannschaft von Team Barnik Most. Für das Heimspiel musste die Halle natürlich vorbereitet werden und die Verantwortlichen von Borussia Dortmund hatten viel zu tun. Die Heimspiele in der Bundesliga finden ja sonst in der Sporthalle Wellinghofen statt. Es wäre theoretisch möglich gewesen, aber die Anforderungen der EHF, was Maße, Reglements und sowas betrifft, das ist, war schon etwas üppig, dass wir nachher uns dazu entschieden haben, dann doch den Weg in die Körnighalle zu nehmen, weil es insgesamt einfacher ist und wir das hier ja auch schon lange gelebt haben und auch wissen, was wir tun müssen. Und deswegen war es hier im Gesamtkontext einfacher. Die Mitarbeiter um Robert Thiele haben natürlich viel zu tun, um aus einer Leichtathletikhalle eine Handballhalle vorzubereiten, was nicht ganz so billig ist. Also wir sind ja schon im oberen fünfstelligen Bereich. Wir stemmen das Ganze mit roundabout 20, 25 Mitarbeitern ehrenamtlich. Und die sind hier mehrere Stunden und Tage im Einsatz. Gestern zum Beispiel die Firma, die LED-Bahn aufgebaut hat, die waren bis 1 Uhr nachts hier. Also es ist schon ein riesiger Aufwand, hier aus einer Leichtathletikhalle eine Handballhalle zu machen. Aber auch sportlich soll der Tag erfolgreich enden. Ja, elementar wichtig. Wir wollen in die Gruppenphase und das heißt, du musst heute gewinnen, um weiterzukommen. Der Gegner ist nicht ganz so bekannt. Seit 2011 spielt die Mannschaft vom Most international. Ja, das ist so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Schwierig, man kennt ihn nicht so richtig. Aber nicht ohne Grund spielt er ja jetzt in der European League, hat in der Vergangenheit in der Champions League gespielt. Man sollte ihn nicht unterschätzen, aber so ein bisschen schwarze Rauchwolken. Aber auch die Fans von Borussia Dortmund hofften natürlich auf ein erfolgreiches Spiel. Ich hoffe mir heute ein schönes, dramatisches Spiel, dass das spannend ist dann. Und da wir ja eine wichtige Leistungsträgerin ja heute nicht dabei haben, denke ich mal heute, dass der Verein heute für sie auch noch mitspielen wird dann. Und ich gehe heute mal von einem starken Sieg aus. Ja, wir erwarten natürlich heute einen Sieg, damit nächste Woche Sonntag alles klar gemacht werden kann für die Euroleague. Ne? Denn dann geht es erstmal richtig ans Eingemachte. Schauen wir mal, ich wünsche den Damen ein schönes Spiel. Mittwoch haben wir natürlich bewiesen, dass wir es können gegen Zwickau und deswegen fahren wir auch nach Stuttgart. In der ersten Bundesliga belegt Borussia Dortmund zurzeit Platz 1 in der Tabelle. In erster Linie an der Moral der Mannschaft. Zweitens würde ich sagen, dass die Mannschaft an sich sehr gut zusammengefunden hat. Das ist auch ein großer Aspekt. Ja, das werden wahrscheinlich auch die beiden Hauptpunkte sein, das Zusammenfinden, Zusammenspiel und auch das Auffangen, wenn man Leistungsträger ausfällt. Ich finde die Leistung so überragend, wenn man nochmal bedenkt von damals ja noch, dass er noch immer die ganze auf Platz 3 dann standen hat und jetzt so eine Leistung dann abrufen dann mit unserem Trainer, dann ich finde es klasse. Die Leistung sehe ich sehr, sehr, sehr gut. Im Gegensatz zu der letzten Saison haben wir uns also richtig gesteigert. Das ist also ein sehr gutes Potenzial, was wir da haben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die Mannschaft vom Muss kann ich mir im Moment kein Bild machen, weil ich weiß die Spielweise nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich denke mal, die Mannschaft wird wieder Moral beweisen und in die Gruppenphase einziehen. Der Zusammenhalt, die starke Mannschaft, der Wille, die Mannschaft will es kämpfen darum. Das finde ich ja gerade so hervorragend. Wie man ja gesehen hat gegen Ludwigsburg, wenn man ja so lange auf einen Sichern gewartet hat, ich finde es klasse. Das war einzigartig. Dass die Mannschaft, die ist zusammengewachsen und wenn natürlich immer wieder ein paar neue dazukommen, so wie die Holländerinnen, die zwei, dann passt das passt vom Gefüge her. Die Schweißen, die sind zusammengeschweißt. Ich hoffe aufs Weiterkommen und Meisterschaft dürfte wohl ein Thema sein. Ich hoffe auf einen Sieg, klar. Nur die Körnighalle ist keine Handballhalle. Da muss irgendwas in Dortmund passieren, damit wir endlich mal eine eigene Halle kriegen. Eine vernünftige Handballhalle. Ja, das ist ein Thema, die Handballhalle, wo sicherlich noch in den nächsten Wochen viel drüber diskutiert wird. Kommen wir zum sportlichen Aspekt der Mannschaft. Ja gut, auf die Halle nicht so großartig, weil wir haben ja normalerweise wie sonst auch in Hörde trainiert. Aber wir freuen uns natürlich auf das Spiel. Wir haben Video geguckt, wir haben uns den Gegner angeguckt, wir haben besprochen, wie wir das heute angehen wollen und sollen. Ich denke, wir sind gut vorbereitet und werden auch gut ins Spiel kommen. Viele Infos gab es erstmal nicht über die Mannschaft aus Tschechien.
Naja, es ging. Wir hatten einen App, mit dem wir die ganzen Ligaspiele von Most auch uns angucken konnten. Und wir hatten ein Vorbereitungsspiel gegen Thüringer AC und noch ein Ligaspiel, was auf YouTube sichtbar war. Also wir haben schon mehrere Spiele von denen gesehen. Ein wichtiger Punkt ist, dass der Trainer eine gute Mannschaft zur Verfügung hat. Nein, ja, nicht alle. Gut, Lena Hausherr ist klar, aber auch Carmen Campos hat sich leider am Donnerstag im Training ist sie leicht umgeknickt mit ihrem Fuß. Sie wird heute nicht spielen. Es sieht danach aus, dass es nicht Langfristiges ist, aber heute ist sie auf jeden Fall nicht mit dabei. Ja klar, wir wollen in die Gruppenphase, also da muss man zu Hause gewinnen. Das wollen wir auch. Ich glaube auch, wir sind dazu in der Lage. Aber wie gesagt, es ist immer schwer zu sagen, wenn man den Gegner nur vom Video kennt und nicht aus der Liga selbst, das genau einzuschätzen. Ich denke, die Mannschaft ist heiß, wir werden ein gutes Spiel abliefern. Ja gut, wir haben gesagt, wir starten in drei Wettbewerben. Wir wollen in alle drei Wettbewerben bis zum Ende mitmachen. In zwei von dreien haben wir uns das jetzt erstmal vorläufig erarbeitet. Oder sind wir zumindest auf einem guten Weg in der Liga und im Final Four sind wir ja auch schon. Und das Gleiche gilt für die beiden Spiele gegen Most. Wir wollen in die Gruppenphase, wir wollen unbedingt weiterkommen. Zu den zahlreichen Besuchern, die sich eingefunden haben in der Helmut-Körnig-Halle, gehörte auch Heiko Wasser. Der Formel-1-Experte ist auch großer Fan der Handballabteilung von Borussia Dortmund und lässt sich kein Spiel entgehen. Im Moment ist die Handballmannschaft die Mannschaft beim BVB, die deutlich mehr Spaß macht. Wenn man sich amüsieren will, wenn man Leidenschaft, Leistung, Technik, Spielwitz sehen will, dann kann man nicht ins Stadion gehen, dann muss man in die Halle gehen zu den Handballdamen. Es ist ganz wichtig, weiterzukommen, denn Europa hat uns gefehlt letztes Jahr. Da sind wir früh ausgeschieden und ich denke sehr gerne an dieses tolle Spiel in der Westfalenhalle zurück vor 11.000 Zuschauern. Ich denke auch gerne an das Final Four Turnier in Graz zurück, wo wir am Ende mit Bronze zurückgekommen sind. Ich hoffe sehr, dass wir die Gruppenphase schaffen und dann möglichst lange auch in Europa wieder dabei sind, weil ich möchte auch wieder mitfliegen. Der Gegner soll stark sein, viele großgewachsene Spielerinnen. Und ich hoffe, uns werden nicht wieder die 7 Meter um die Ohren fliegen, denn durch die Verletzung von Lena Hausherr fehlt die sicherste 7-Meter-Werferin. Das haben wir beim letzten Spiel gesehen, da haben wir 6 verworfen. Die Stimmung also schon sehr gut. Vor Spielbeginn 630 Besucher waren vor Ort in der Helmut-Körnig-Halle und Ehrengäste. Sie sorgten von Anfang an für gute Stimmung in der Helmut-Körnig-Halle. Die Verantwortlichen, also von Borussia Dortmund, haben alles hervorragend vorbereitet gehabt. Und die Zuschauer hofften jetzt natürlich auf eine spannende und interessante Begegnung. In den ersten 4 Minuten ging jeweils der Gast aus Most in Führung. Aber der BVB glich aus und nach 4,5 Minuten stand es 2:2. Dana Bleckmann erzielte den Ausgleich und die Stimmung war natürlich jetzt prächtig in der Helmut-Körnig-Halle. Der BVB kam immer besser ins Spiel. Und die Zuschauer feuerten natürlich ihre Mannschaft an. Es lief nun gut in den Reihen des BVB. Und die Zuschauer sahen eine gut aufspielende Mannschaft in der Anfangsphase. Der BVB führte nach 10,5 Minuten mit 7:3. Aber man war gewarnt. Die Mannschaft, sie versteckte sich nicht aus Most. Aber der BVB bemühte sich. Und so stand es nach 13,5 Minuten 10:5. Und Handballexperte Heiko Wasser machte keinen glücklichen Eindruck. Er war noch nicht ganz zufrieden mit der Leistung, die die Mannschaft bis jetzt bot. Trotz Führung. Die Zuschauer sahen dann in der Helmut-Körnig-Halle ein tolles Anspiel. Und Lisa Antel erzielte dann in der 16. Minute das 11:8 für den BVB. Der BVB führte weiterhin und es gab ab und zu auch so kleine Einbrüche innerhalb der Mannschaft. Aber dann hatte sich die Mannschaft wieder gefangen und war erfolgreich. Und noch 6 Minuten zu spielen, 16:11. Der BVB gab weiterhin jetzt den Ton an hier in der Helmut-Körnig-Halle. Und hier vorne die Nummer 31, Kelly Vollebrek. Klasse macht sie das. Toller Treffer. 2 Minuten vor der Halbzeit heißt es 17:12 für den BVB. Und die letzten Sekunden laufen jetzt in der ersten Halbzeit hier in der Helmut-Körnig-Halle. Nochmal ein Angriff des BVB und der Ball ist drin. 18:14 und mit diesem Ergebnis wurden dann die Seiten gewechselt hier in der Helmut-Körnig-Halle. Die Zuschauer waren zufrieden, die erste Halbzeit gesehen haben bei einer doch deutlichen Führung für den BVB.
Wie hat denn unser Experte Heiko Wasser die ersten 30 Minuten gesehen? Bis jetzt läuft es ganz ordentlich, allerdings hätten wir noch 2-3 Tore mehr machen können. Sarah Wachter hat hinten einige sehr gut gehalten, vor allen Dingen auch 2-7 Meter. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende mit 8 oder 9 Toren gewinnen werden. Das werden wir ja dann sehen. Aber wie hat der Abteilungsleiter Hubert Thiele das Spiel gesehen? Ja, die erste Halbzeit ist ein bisschen durchwachsen. Überraschend hat der Gegner ja mit Torfrau rausgespielt, also mit 7 Feldspielerinnen. Das ist dann bezeichnend für die Qualität der Mannschaft. Also theoretisch hätten wir höher führen müssen. Chancenverwertung war noch jetzt nicht so optimal. Deswegen zweite Halbzeit muss ein bisschen mehr kommen. Ich hoffe, dass wir da den Vorsprung ein bisschen weiter ausbauen können. Ja, und das hoffte nicht nur der Abteilungsleiter, sondern auch die zahlreichen Fans in der Helmut-Körnig-Halle. Die zweite Halbzeit und in der Anfangsphase dieser Begegnung, dann lief es gut für den BVB. Dana Bleckmann, erfolgreich, klasse gemacht, gut abgeschlossen. Also es klappte doch gut in der Anfangsphase. Nach gut 35 Minuten 7 Tore Vorsprung. Aber dann sahen die Zuschauer so einige Schwächen und Henk Grüner machte sich seine Gedanken. Die Gäste kamen zwischendurch auch mal bis auf 3 Tore mal wieder heran, aber dann wieder der BVB. Und man führte mit 32-26 nach 40 Minuten. Und wir sind in den letzten 5 Minuten. Der BVB hatte wieder eine Schwäche und die Gäste aus Most kamen heran. Nur noch 33-30. Zum Glück hatte man einen starken Rückhalt im Tor des BVB. Die letzte Minute läuft 35-31 und der BVB im Angriff. Und es gibt hier einen 7 Meter. 36-32 für den BVB und die letzten Sekunden. Und das war's dann. Der BVB gewinnt die Partie mit 36-32. Am nächsten Sonntag ist das Rückspiel um 17 Uhr. Aber jetzt die Stimmen zum Spiel. Ja gut, 36-32. 36 Tore vorne sind gut, 32 hinten zu viel. 4 Tore Vorsprung. Ich glaube, das wird noch eine heiße Kiste da in Most, aber ich glaube, wir werden das schaffen. Wir können uns noch auf vielen Punkten verbessern. Ich denke, wir haben ja heute, wie gesagt, in der Abwehr nicht genug den Zugriff bekommen auf 7 gegen 6, aber wir wissen auf jeden Fall, was uns da erwartet nächste Woche. Wir werden uns darauf vorbereiten und uns für die nächste Runde qualifizieren. Na gut, ist klar, dass wir die 7 gegen 6 besser abwehren müssen. Wir haben in wichtigen Phasen einfach auch zu einfache Fehler gemacht, haben noch nicht die Ruhe bewahrt im Angriff, haben die immer wieder rankommen lassen. Wir waren ja teilweise 6-7 Tore weg. Und dass du da mit 4 Toren aus der Halle gehst, ist eigentlich zu wenig. Ich denke, wir waren besser. Aber ich glaube auch nicht, dass wir in Most mit 4 Toren verlieren werden. Ja, das Spiel 36-32 gewonnen, aber für meine Verhältnisse oder für meine Einschätzung zu wenig. Wir können uns bei unserer Torfrau Sarah Wachter bedanken. Die hat wunderbar gehalten heute. Vorne haben wir zu viel vergeben. Also für das Rückspiel in Tschechien wird es nochmal relativ schwer. 4 Tore bei voller Halle ist nicht viel. Der Guy heißt nochmal richtig Gas zu geben. Ja, es war das erwartet schwere Spiel, was man aus der Euroleague so erwarten kann. Wir haben uns ein bisschen schwer getan in der Abwehr mit dem 7 gegen 6. Das hat eine lange, lange Zeit gebraucht, bis wir das umstellen konnten. Und der Gegner hat einfach nie aufgegeben und es bis zum Ende schwer gemacht. Und wir sind froh, dass wir jetzt 4 Tore Polster mit ins Rückspiel nehmen können. Und dann hoffen wir, dass wir das Ding nach Hause fahren können. Wie war ein bisschen mit Ups und Downs. Aber das war nur die erste Halbzeit. So nächste Woche geht es weiter. Und dann arbeiten wir an der Sache, die wir besser machen können. Und so wird es auch sein. Der BVB hat also die Weichen gestellt Richtung nächste Runde. Und wie hat Heiko Wasser das Spiel gesehen? Leider Gottes ein paar Durchhänger in der zweiten Halbzeit. Wir waren ja ein paar Mal weg, bis auf 7. Und ich habe ja eigentlich geglaubt, dass wir mit 8 oder 9 Toren Vorsprung gewinnen. Das hat am Ende nicht gereicht. Es war schwer, weil die ja permanent mit 7 Feldspielerinnen gespielt haben. Und gerade unsere Abwehr hat es mit den 2 sehr kräftigen Kreisläuferinnen relativ schwer gehabt. In der Tschechei wird es, glaube ich, eine ziemlich laute Halle. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass wir mehr Vorsprung mitnehmen. Aber ich glaube, weil wir insgesamt die bessere Mannschaft sind, dass wir trotzdem weiterkommen.
Die Zuschauer erlebten also einen sehr interessanten Handballnachmittag und nun wird die Halle wieder umgebaut und die Leichtathleten können in Zukunft dort wieder trainieren oder auch Wettkämpfe austragen.